steht er da rum wie bestellt und nicht abgeholt, ey. Unglaublich. So, darf ich mich jetzt bitte zum Leuchtfeuer setzen? Ja, jetzt. Okay. Verrückt. So gut, Leute. Machen wir schnell nach Hause. Skillen erstmal wieder. Das müssen ja zwei Level sein. Minimum. Vielleicht sogar auch immer drei machen, wenn wir Seelen raushauen. Ja, also der war nicht schwer überhaupt. Aber man stellt sich halt manchmal auch ein bisschen an. So, ne? Und das ist alles. So. Welcome. Very well then, Haken. Dum, dum. So, ich brauche 8000 Seelenpunkte, dann könnte ich nochmal leveln. Aber okay, passt das mal. So, gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass ich irgendwie erstmal unter 50% komme? Das wäre eigentlich ziemlich cool, oder? Wir benutzen mal das Glamour-Schwert, das wäre auch eine Variante. Aber ich mag ja eigentlich auch das schnelle Schwert. Das ist halt so, jetzt, ne? Eigentlich mag ich das schnelle noch relativ gerne. Ich versuche mal unter 50% zu kommen irgendwie. Sind wir bei 57,8%? 50,9? Trankstiefel. 49%. Jetzt dürfen wir nochmal ein bisschen besser ausweichen und allgemein ein bisschen schneller sein. Ich glaube es zumindest unter 50% ist eine Grenze. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber die Trankrüstung insgesamt ist nämlich gar nicht so schlecht eigentlich. Und die sieht auch ganz geil aus. Vor allem von hinten, so wie diesem langen schwarzen Cape. Das ist cool. So, was mir auch noch aufgefallen ist, irgendwie kann ich dem Schmied schon wieder so eine Glut geben. Diese Kohle hier. Das ist, glaube ich, diese Feuerkohle, die ich gefunden habe. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist, dem das alles zu überlassen. Gucken wir mal, ob wir dadurch einfach mehr freischalten, so was Edelsteine angeht. Was wir benutzen können, ich weiß es nicht. Aber hier kann ich die nicht benutzen, die Kohle. Ich gebe sie dem einfach. Kohle von Pharaon hergeben. Oh my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Pharaon's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Okay. Also man schaltet auf jeden Fall irgendwelche Features damit frei. Ja, oh, guck mal, das ist viel, viel mehr geworden jetzt hier oben. Sieht man, das ist viel, viel mehr. Okay, cool. 1999, dann weiß ich ja, dass es der Richtige ist, dem ich das gebe. So gut, Leute. Ich habe mir überlegt, aus dem Glamour-Schwert werde ich auch erstmal noch ein feuriges machen. Bringt uns momentan einfach noch am meisten, so ein bisschen auf die Attributboni zu verzichten. Später, wenn wir dann Stärke irgendwie auf 30 haben und so, dann sollten wir auf die Hauptwaffe, die wir benutzen, sehr wahrscheinlich dann... Also müssen wir mal gucken, also wenn wir auf Stärke und Geschick gehen, dann macht das Sinn, diesen gealterten Edelstein drauf zu hauen, weil der nämlich Stärke und Geschick 1 erhöht, den Bonus. Ne? Und später, wenn man die Waffen dann upgrade auf plus 6 oder 7 oder so, geht das ja nochmal 1 nach oben. Und dann ist das ein richtig krasser Boost, aber es ist halt wirklich für Schwede. Oder man macht halt einfach diesen schweren Edelstein, das erhöht nur Stärke. Das wäre auch eine Variante. Muss man dann mal überlegen, ob wir Stärke und Geschick machen oder nur Stärke, ich weiß es noch nicht. So. Aber ich glaube, Geschick mitzugehen würde Sinn machen, weil das erhöht, wie gesagt, auch die Zaubergeschwindigkeit. Ne? Das muss man uns mal überlegen. Ich auf jeden Fall erstmal jetzt hier auf das Glamour, den feurigen Edelstein. Davon werden wir bestimmt über die Zeit auch noch ein paar finden. Irgendwann können wir uns die vielleicht auch kaufen, ich weiß es nicht. Und wir können das auch rückgängig machen mit diesem Bleichstein, heißt der, glaube ich. Da wird das wieder aufgehoben, die Fusion. So, jetzt machen wir 144. Ja, theoretisch können wir das jetzt auch ausrüsten. Ja. Wir können mal ein bisschen rumspielen damit, mal sehen, wie ich klarkomme mit dem Glamour. So, jetzt sind wir bei 59,3, das heißt, wir können wieder ein bisschen schwerere Rüstung tragen. Das ist zu viel. 66,4. Können wir vielleicht die Lotrick-Dinger wieder tragen? Leider nicht ganz. Die können wir tragen. Die können wir auch tragen. 68,8. 69,7. Sind jetzt nicht unbedingt viel besser. Aber ich glaube, die sehen geiler aus. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus.
Ja, jo, machen wir so hier. Ja, das sieht auch fett aus. So. Okay. Ja, mal sehen, wie ich mit klarkomme, ne? Also, werden wir ja sehen. So. Na gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier muss ich hin. Auf jeden Fall sehen wir übelst badass aus, finde ich. Übelst böse. Ich hätte vor dem Typen Angst, glaube ich, oder der mir auf der Straße begegnet. Okay. Ach scheiße, ich habe jetzt hier, ja. Na gut, dann rennen wir erstmal mit 10 Heiltränken rum. Das kann man ja notfalls immer noch ändern. Katakomben von Kartus. Okay. Da hinten ist ein Leuchtkäfer. Alter, ist das fett. Boah. Das ist wirklich fett. Ah, Skelette. Ah, die sind nicht Two-Hit, das ist natürlich ärgerlich mit 2 schnellen Schlägen. Das ist richtig ärgerlich. Ah, da fehlt echt nicht viel, ne? Ärgerlich. Kann ich ihn backstabben? Gott, du lebst immer noch? Jo, passiert. Ah, dass sie kein Two-Hit sind, das ist sehr, sehr penetrant, Leute. Da fehlt irgendwie 2-3 Damage fehlen dafür. Alter, der ist umgefallen. Habt ihr das gesehen? Witzig. Ah, ist ein Bogenschütze hier irgendwo. Ich habe einen Pfeil abbekommen. Hab mich schon gewundert, wo der Damage herkommt. Na gut. Oh, nein. Das geht schief, oder? Ich stehe auf dem Blutfleck? Ey, ohne Scheiß, die Hinweise, das ist nichts für mich. Ich, die Hinweise, irgendwie sterbe ich deswegen immer. Halt, What, stirbst du mal? Okay. Oh, große Titanitscherbe! Okay, ganz schnell zum Bonfire zurück. Weil dann können wir dafür sorgen, dass wir deutlich besser Schaden machen. Also dann müssen wir mal einen Schlag weniger gegen die machen. Hat sich ja gelohnt zu sterben. Freue ich mich. Andi, brauchen wir brauchen 2, oder? Riesenbomben sein. Okay, cool. Gab's davor noch nicht. So. Und ich habe jetzt nur grob, also ich weiß leider nicht, was genau ich ihm nochmal geben muss. Ich weiß aber, dass man dafür unter anderem auch eine große Titanitscherbe bekommt, weil ich habe mal nachgeschaut, was man bei dem Vogel kriegen kann. Ich denke, für so eine Situation ist es okay, wenn man da mal nachguckt. Ich habe aber jetzt. Ja, wir gucken mal. So, Inventar. Ich kriege ja alles wieder von dem, wo, was, er nicht will. So, wie kann ich nochmal Sachen droppen? Ich weiß es gerade nicht. Ah, hier. Ablegen. Hallo, Maske. Okay. Ja, das wird jetzt ein kleines Überraschungsspiel, so. Schwarze Feuerbombe war, glaube ich, was gewesen, oder? Pumperum.
wieder Nietbrocken. Ich weiß nicht, was es noch alles war, leider. Es ist von irgendwas, was man auch... Prismastein vielleicht noch. Pumperum, Pumperum, Pumperum. Vogelt die denn nicht? Sonnenrüstung haben wir bekommen. Okay. Okay, Leute, ich krieg leider keinen großen Titanitbrocken, ärgerlicherweise. Na gut, dann soll es halt nicht so sein. So. Gib einen kleinen Cut, wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Na, bis gleich. Okay. Mal sehen, ob wir diesmal weiterkommen als vorhin. Bam! Ah! Was ist denn los? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Mein Timing ist gerade scheiße. Wow, der springt da ganz schön weit. Komm, hinter dir. Ich stell mich so an. Das ist so schlimm. So nervig, dass man da wirklich nur einen dritten Schlag braucht, ey. So. So. Ja gut, zwei Hand braucht man nur noch zwei Schläge, ne? What the hell? Was stimmt denn mit dem nicht? Oh, das ist halt echt... Also, mit dem Claymore, Leute, das, die Waffe ist geil, aber ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen, ne? Also das sieht so aus, als würde ich es erstmal dazu spielen, gerade mit dem Claimer. Na gut. Mal sehen, ob es besser wird über die Zeit. Mal sehen, ob es besser wird. So, hier war noch einer gewesen. Hey Kollege. Ich überlege jetzt noch gerade, wie komme ich denn da runter dann? Also muss man mal im Kopf behalten, dass da was ist da unten, aber von da springen, offensichtlich geht das ja nicht, ne? So, hier geht eine Leiter runter. Von hier sind wir gekommen, okay. Jo! Gut, wie ich immer auf die Tipps höre, großartig. Super Session bisher, super Session. Ich feiere das. Also das Gebiet zum Beispiel gefällt mir schon wieder deutlich besser als dieser Kacksumpf. Das ist eine ziemlich krasse Gruft auf jeden Fall. Wow, endlich, ich habe ein Geheimversteck vorgefunden wegen dem Hinweis. Hammer. Was ist das hier wieder? Stehen die jetzt immer wieder auf? Voll Jan von Kartos. Ah, cool, das ist es nicht, ist es nicht für die Frau? Die Blinde? Ich weiß es gerade nicht. Wagt es ja nicht. Yo, ich springe da auf jeden Fall nicht runter. So, okay, hier ist nichts mehr. Noch eine Illusion voraus, nee, ne?
Scharfe Edelsteine. Scharfe Edelsteine sind, glaube ich, dafür, um Dex-Waffen, also eine Waffe in Dex zu verbessern. Auf das Attribut Dex. Sieht gefährlich aus. Och, Alter! Also man sieht, ich muss mich echt erstmal umgewöhnen. Nee, so schlecht. Na, mach was. Alter. Nee. Du vergiftest mich auch irgendwie, hab ich so den Eindruck, ne? Nochmal. Ach ja, ich bin gerade überhaupt nicht stolz auf meine Leistung hier. Das könnte alles sehr, sehr, sehr viel flüssiger und besser laufen. So, erstmal wieder hoch rein. So, mal sehen, ob ich es jetzt hinkriege. Boah, Mann, jetzt langsam reicht's aber. Ehrlich jetzt. So schlecht. Ey, das ist grausam, was ich hier mache. Das ist so grausam. Das nervt mich gerade richtig. Vielleicht ist es Claim auch nicht meine Waffe. Keine Ahnung. Hat ja jeder so seine Vorlieben. Schnauze. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Das tut mir richtig weh. So. Alter! Eine Fresse. Wieder nur eine kleine Titanitscherbe. Schade. Ey, nee, das, ich kann mir auch vorstellen, beim Zugucken tun das bestimmt auch extrem weh. Ich habe jetzt so lange mit einer schnellen Waffe gespielt und so und ja, ich will es jetzt auch nicht, entschuldigen. Das ist einfach nicht gut. Sucht Sprint. So, muss mich jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden irgendwie. Ich brauche große Titanitscherben, meine Güte. Gib mir doch noch davon mal bitte was. Ich habe eigentlich gar nicht so... Nee. Ach ja, Leute. Es kann nur besser werden. Bin ich nicht von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. Die droppen aber echt viel Titanitscherben, da kann man sich nicht beschweren. Jo. Ich will nur gucken, ob es hier noch irgendwo... Hier geht's nicht weiter, ne? So, muss ich vor festbocken. Ah, hier geht's runter, sehe ich gerade. Okay, ich guck nochmal hier eben, ob noch irgendwas ist. Also die Treppe brauche ich jetzt nicht nochmal hochgehen. Ja, das war mal gut gewesen. Das war mal ganz gut gewesen. Geht's auch nach unten? Vorsicht vor Echse. Nein! Och Mann! Oh, wie mich das ärgert! Fakultät. Ah, boah, ich hab's doch bekommen, weil die runtergefallen ist. Okay, cool. Hab ich natürlich alles mit Absicht gemacht. So, hier geht's jetzt auch nicht weiter runter. Okay. Dann müssen wir jetzt hier die Treppe runter. Und da stand ja Vorsicht vor Felsbrocken. Also würde mich nicht wundern, wenn da in Indiana Jones Manier wieder was runterrollt. Okay.
Ja, oh, eigentlich, die Stelle ist dafür eigentlich prädestiniert. Und guck mal, wie viele Blutflecken da sind. Die sind bestimmt nicht alle an diesem einen Skelett da gestorben. Ich überlege jetzt noch, renne ich jetzt? Ja, wie viel... Ja, also, ich weiß nicht, ich bin kurz davor, erstmal eine Pause zu machen, was zu essen oder so. So, weil das kotzt mich gerade an, was Scheiße. Ich setze mal einen kleinen Cut, ne? Bis gleich. So gut, Leute, da sind wir wieder. Ich komme langsam rein. Ich komme langsam rein, was Disclaimer angeht. So, okay. Also die beste Idee wäre wahrscheinlich einfach schnell runterzurennen, ne? Würde ich mal schätzen. Also machen wir das einfach mal. Ich hoffe nur, ich komme an dem Typen vorbei. Nye. Nye. Ja. Das kommt ja wieder zurück. Der rollt nach oben, der Stein. Ich sehe gerade, da oben ist Loot. Der Stein rollt wieder nach oben. Und es ist auch kein Stein, sondern ein Skeletthaufen. Das soll witzig, Mann. Geh schnell. Der kommt wieder. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Oh, das ist krass, Mann. Es ist so witzig. Es ist wirklich witzig. So, okay. Wieso klappt der Backstep nicht? Wow, was ist das denn? Au. Oh. Backstep. Ekelhaft. Ach, der wirft irgendwelche Sachen, Arschloch. Alles klar, alles klar. Ach, guck an, der ist jetzt an dem Heal gestorben, glaube ich, oder? Sah zumindest so aus. Backstep. Er hat sich gerade umgedreht. Ja. What? Was geht denn hier ab? Da hinten ist was. Kratos Milchring. Ich will mir mal anschauen. Wo ist er denn? Hier. Erhöht die Geschick. Okay. Leicht und macht beim Rollen unsichtbar. What? Oh, wie fett ist das denn? Ich glaube, das ist eher für PvP. Wie viel Geschick bringt denn der? Wir hatten davor 13, jetzt haben wir... Halt. 3 Geschick bringt der. Aber das sieht ja mal mega fett aus, oder? Wie man da ausweicht, das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich benutze ihn mal ein bisschen. Lass ich das mit für kurze Zauberzeit erstmal weg. Wow. Dumm. Ich wollte nur gucken, ob hier noch mehr ist. Ich bin unsichtbar. Zeit für Rollen, ja. So, okay, hier war dann noch eine Seite, dann ging es auch nicht mehr lang, ne? Nope. Okay. Juhu! Nicht so schlimm.
Oh, da steht wie auf. Schnell. Wow, 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 wow. Scheiße, Mann. Das ist scheiße. Ah, so dumm. So. Da sind wir wieder. Ich verstehe aber nicht, dass er wieder aufgestanden ist. Hat das was mit den Uhren zu tun, oder? Also mit dieser Magie-Scheiße da? Was da? Und schon steht er wieder. Das ist doch scheiße. Wo kommen die denn her? Ich peil das nicht. Ah, falscher Trank. Ah, aus den... Hä? Okay, das kommt aus den Uhren. Urnen? Hey. Au. Okay. So, bleibst du jetzt liegen, bitte. Wäre super, wenn du liegen bleiben würdest. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ja. So, hier geht's auch weiter. Zwei, Alter. Zeit für Falle. So gut, und hier komme ich nicht lang. Also ich glaube auch nicht, dass ich da mit dem Sprung hinkomme. Die Frage ist dann, wie habe ich die zwei Typen um? Ich muss mich versuchen einzulocken. Davon. Oder mit der Falle kann ich arbeiten, das ist auch eine Idee. Jetzt komm her. Okay, cool. Nee. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Gib mir doch mal bitte wieder eine große. Auch wenn ich mich wiederhole. So, dann den Kollegen. Oh. Und stell mich so an. Weich aus. So schlimm, ey. Nein. Geh weg. Wo ist er? Hier. Mann! Okay. Ja, ich sag mal so, wenigstens komme ich irgendwie voran, ne? Ich will jedes Mal darüber laufen. So, also langsam würde ich mich über einen Bonfire freuen. Langsam aber sicher. Wow. Wow, 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 wow. Eigentlich hätte ich die auch easy mit dem Fallen einfach killen können. Wenn ich so drüber nachdenke. Ah! Das geht nicht ab überall, ey. Hey! Jetzt laber ich. Oh, kurz ist. Ja, nice, Leute. Jetzt kann man es auch plus 4 machen. Ah, oh, Bonfire, endlich. Ist das übel. So, die Frage ist, will ich jetzt wirklich aus Disclaimer ein plus 4 Schwert machen? Aber ich finde es eigentlich ganz geil, ich muss mich nur dran gewöhnen, ich muss mich nur ein bisschen einarbeiten. Also ja, lass das mal machen, Leute. So schlecht kann das nicht sein. Farewell, Ashen Mink. So. Müssen wir mal schauen, ab wann wir da bessere Werte drauf bekommen. Also was die Boni angeht. Das würde mich mal interessieren.